Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen. Na, Mnet? Ich wollte gerade sagen Canterbury Infinity, aber das Kapitel haben wir abgeschlossen. Wir sind jetzt endlich angekommen im LS22. Wie ich es im Titel schon gesehen habe, in der Oberon. Ich hoffe, ich habe es gerade richtig ausgesprochen. Warum? Komme ich noch drauf, ich habe da komplett neu angefangen, ich muss da jetzt noch einen Charakter stellen. Von der Einstellung her, ich habe nur beim Ton ein bisschen umgeändert, Musik und Soundtrack. Mal schauen. Jetzt tun wir mal zuerst einen Charakter stellen. Ah, ich will einen männlichen. Nehmen wir den, passt schon, Frisur. Nehmen wir den. Ja. Das sieht gut aus. Anzüge. Ich brauche nicht vor erklären, was es alles gibt, weil das auch die meisten von euch werden sie ja schon gesehen haben. Beispiel ist ja doch schon ein paar Monate draußen und der, was er selber spielt, der kennt das Ganze schon. Und da muss er selber erstellen einen Anzug. Und zwar. Nehmen wir nochmal das T-Shirt. Na, außer nicht. So, das bin ich ja für Sportzimmer. Trage ich privat auch mehr, eher schwarz, wenn man sieht, als wie andere Form eigentlich. Drei Hosen dazu, der passt. Schuhwerk. Da. Jo. Bam, badam, bam, bam. Na, das lassen wir und Handschuhe auch nicht. Das sieht ja fein aus. Bestätigen. Perfekt. So. Also. Wie gesagt, herzlich willkommen in Oberon. Wir haben schon ein Grundstück, oder ja, nein, weiß nicht. Ich spiele im normalen Modus. Nee, sieht nicht so aus, als wenn wir irgendwas hätten. Ich muss mir erst da auch zurechtfinden, wie es ausschaut, weil man mit dem Menü und alles. Da haben wir die Wachstumskalender, Wetter,
Reise, Fahrzeugübersicht, die Finanzen. Finanzen ist gut, wie Florian, Kontostand 1,5 Mille. Das wird reichen für den Anfang. Denn ich erkläre euch gleich, was ich da machen will. Flügen und Spritzen, okay. Das sind Verträge, Produktionsketten, Statistiken. Alles auf Null. 6 Minuten. Jo, okay. Einstellungen. Da wir nicht Flum kennt, deswegen war sie zum Beispiel von meiner Seite. Konsole nicht genau die Tastenbelegungen. Zeitskalierung lassen wir mal auf 5. Schwierigkeitsgrad, Wirtschaft normal, Verkehr an. Wachstum ja. Tag pro Monat Anna. Das lasse ich inzwischen. Erkläre ich auch noch warum. Schnee ist an, visuelle Jahreszeiten. Setzt fest, ob immer ein bestimmter Monat visuell sichtbar ist. Na, das brauche ich nicht. Das muss nicht sein. Ihr könnt es mir aber in die Kommentare reinschreiben, falls da eine Einstellung ist, was ihr gerne bei mir sehen würdet. Weil dann könnt ihr das ja machen. Fruchtzerstörung an, Pflügen an, Lasersteine an, Kalk an, Unkraut an, passt. Normal, automatischer Motor start an, Stop and Go an. Es kommen auch einige Mods da drauf. Ich habe mir gerade kurz reingelesen. Viel zu viel. Schau. Jetzt noch 5 Monate oder was es draußen ist, viel zu viel Mods schon. Es gibt auch volle Karten, aber ich habe mich für den entschieden, weil der passt am besten für das, was ich eigentlich vorhab. Ja, ich muss mir das alles nachher noch durchlesen. Ja, das ist die Steuerung. Keine Ahnung, ob jetzt das Lenkrad funktioniert oder nicht. Das muss ich auch nachher noch schauen und da ist Info. Okay, zurück. Und zwar, sorry, das war das Mikrofon. Es sieht so aus, dass ich auf dieser Karte heute mal schauen wir. Am passenden Platz zu finden. Ich will Traum bauen. Traum und Oliven. Das ist mein Hauptziel da in diesem Projekt, dass ich mit dort großen Anbau mache. Das heißt, ich suche schön Fleckel, am besten Schräglage, was schön passen tut. Für den Traumbau und Olivenanbau. Das ist eins von den Fruchtsorten, was wir im LS22 haben. Das Gold holen wir durch Missionen. Zuerst mit dem Ausleihen und nachher so in der Art und Weise wie Lohnunternehmen. Dass ich meine eigenen Geräte habe und Missionen mache. Ich habe aber nicht vor, dass ich mir einen eigenen Acker eigentlich besorge. Ich habe auch nicht vor, die Produktionsketten großartig durchzustarten, weil mit Produktionen habe ich noch einen LS19, der kann der Prier gerade ein bisschen genug. Also. Aber es wird kommen, wahrscheinlich in einem anderen Projekt. Aber jetzt gehen wir mal. Am besten zum Händler. Zum Händler. Wo haben wir denn da einen Händler? Da, Fahrzeughändler besuchen. Wir werden uns ein Gefährt kaufen. Wo wir nachher schauen oder hinfahren können zu den jeweiligen Feldern, um
Jo, das ist sogar gleich. Vielleicht sind die anderen auch gleich. Mal schauen. Was wollte ich sagen? Ja, um die jeweiligen Felder anzuschauen, ob die mir passen. So. Habe ich noch vor dir? 23 PS, 50. 97, 120, 120. Na, da mal hinter, der gefällt mir am besten. Der ist schön offen, das passt. Ah ja, genau, Gangschaltung haben wir. Oh, muss ich nachher schauen. Richtig, wir haben eine Gangschaltung. Mieten kaufen. Könnte irgendetwas verändern? Ich weiß nicht so recht. Bam, bam, bam. Hört sich das nur so aus oder ist da ein leichtes Rauschen im Mikrofon? Kann ich gerade auch nicht sagen. Kamera zu. Na, dann kann ich nicht verändern, dann werden wir einfach so kaufen. Ja, passt. Okay, Rehwanderung. Ist ein allgemeines 22 Reh. Einstellen. Jo. Passt. Aber zuerst schauen wir jetzt auf der Karte nach. Na. Ist das so schon? Eine Schräglage. Jo. Oh. Okay, Lenkung muss ich noch umstellen. Funktioniert, aber greift ein bisschen spät. So, schauen wir mal da durch. Greift echt extrem spät. Der greift extrem spät. Wo haben wir da Einstellungen? Ne, da. Lenkgeschwind. Mangel mit Kupplung, das ist eh drinnen. So, probieren wir es mal da beim bei dem. Okay, das gefällt mir schon besser. Aber wie gesagt, ich muss das alles noch perfekt einstellen. Ich muss erst schauen. Es hat unten noch wer gehört, ne? Werde größer machen. Schauen wir mal. Jo, die Tastenbelegung ist ja gleich. Das Gute ist ja bei meiner Seitenkonsole, glaube ich, damals ist ein Großteil. Ein Großteil Stand hat genommen. So, da bin ich erst.
Und dadurch haben sie das gleich genommen, Panel S22, standardmäßig. Sonst habt ihr meist die Dings noch nicht. Da hoch ich wohl zum Feld 19 einmal auf. Schauen, wie es dort ausschaut. Ob wir da Schräglage sind oder nicht, weil das wäre schon ein schönes, großes Feld, was glaube ich optimal wäre. Bist du deppert? Bisschen heftig, die Lenkung noch. So, haben wir. Das war Feld 19, ja. Ja, aber nicht, schon nicht schlecht. Da hat er jetzt zwei Felder. Warte mal, packen wir uns da mal kurz her. Leicht schräg. Die da drüben ist sogar noch ein bisschen besser. Ein bisschen mehr Schräge noch. Weil das wird schon passen. Zu schräg will ich es auch nicht haben. Obwohl es eigentlich besser wäre, wenn Licht. Aber dann kann es sein, dass ich Probleme eventuell kriege mit den Traktoren, mit den kleinen immer auf und niederfahren, dass die mir da dezent brechen. So, schauen wir mal weiter. Da drüben der Eck, ne? Weil ich glaube, das da ist eher die höher gelegene Seiten. Ist aber überhaupt die Karten auch noch nie jetzt durchgeschaut. Ihr habt zu. Alter! Ich habe zwar die. Das eine oder andere Video von anderen YouTubern schon gesehen. Jetzt fällt mir ein, meine Kamera ist auch vor dem Dings. Muss ich alles noch optimieren. Alter, was ist denn mit dem Gerät los, hä? Das wäre aber auch nicht so schlecht. 10 und 12. Ich lasse die Karten jetzt einmal groß. Da haben wir eine leichte Schräge. Das wird auch schön passen. Leihfirma dir. Keine Ahnung. Ich muss jetzt schauen, was das soll für Produktionen bauen und was ist. Da. Da leicht schräg, da leicht schräg, da so leicht schräg. Da hätte ich 1, 2, 3, 4 Falter, was sag ich. Und große Falter noch dazu. Ich glaube, das wird es werden. Und das wird das erste werden. Das, ich weiß nicht warum, aber das juckt mich. Das gefällt mir. Vor allem will ich machen, dass ich irgendwo da an der Höhe oder an Höhe nachher. Und da geht der Weg rauf. Komm auf. Bumm. Okay, wir schalten dann halt durch.
Wie schalte ich in den Retourgang? Bam. Aller Anfang ist schwer. Das kann ja nicht sein, das wird ja da gegangen. Plus, minus. Nö. Achso, warte mal, Gamepad. Okay, ich hab jetzt ein Problem. Wie ich jetzt nachgeschaut, weil ich das Video beendet habe. Ich kann es nicht sagen, warum ich da jetzt nicht schalten kann oder nicht. Älter. Schwer zu sagen. Ich muss da echt schauen. PC, das was aber ist. Ich würde da gerne schauen jetzt, wie es da ausschaut. Und zwar, wenn wir da unser Haus bauen. Warte mal, ich brauche noch einmal die Karte. Da könnt ihr das da mitnehmen, weil ich will auch mehr bauen in dem LS22, was ich im 19er fast gar nichts gemacht habe. Und von da hätte ich eigentlich eine schöne Aussicht. Der Bildschirm ist halt weg, da ist weg. Aber da nachher durch habe ich. Entschuldigung. Eieiei. Aber. Und dann da so durch habe ich unsere Weinreben, beziehungsweise da drüben durch habe. Ich glaube, das wird schön werden. Passt, perfekt. Also einen Standort haben wir schon mal gefunden. Jetzt schauen wir noch, was das alles überhaupt kostet. Jo, ist leistbar. Passt, perfekt. Das heißt, für die heutige Folge war es das mal. Wir haben das erste Mal reingeschaut. Die Folgen werden so jeden zweiten, dritten Tag kommen. Da es kommt Sommer, draußen viel zu machen, beim Garten etc. Da geht es bei mir auch nicht so wie sonst. Aber ich schaue, dass ich so oft wie möglich trotzdem reinschaue, damit ich regelmäßig ein Video bringen tue. Und wie gesagt, auf dieser Karte werden wir es so machen, oder will ich so handhaben. Ich will aufbauen eine Traum- und Olivenzucht. Je größer, umso besser. Das ist der Hauptteil und der Nebenteil ist
um Gold einzubringen, Missionen zu machen, beziehungsweise so eine Art Lohnunternehmen, da werden wir nach unten zentral vielleicht noch einmal Grundstücke kaufen, wo wir eine Geräte reinhauen, wo wir damit Missionen machen können. So wird der Plan werden, wie lang ich auf der Karten bin, werden wir eh sehen. Wahrscheinlich nach meiner Spiel- und Art und Weise ziemlich lang. Und ich will eigentlich noch andere Karten auch noch machen. Anderes Projekt, da bin ich noch beim Tüfteln, aber es wird werden. In diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag, beziehungsweise schönen Abend, je nachdem, uns schaut. Ich schaue mir das Video jetzt selber an, ob ich irgendetwas beim Ton oder irgendetwas umändern muss, da ich die Einstellungen von 19 übernommen eigentlich habe und wie ich schalten kann, damit ich mein Auto unten wegkriege. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.